Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ja, Byakuya scheint mich in die Enge gedrängt zu haben, aber ich wehre mich. Ich bin der Einzige ohne ein Alibi, das ist wirklich schlecht, nicht wahr? Ja, ich habe Byakuyas Account gehackt und werde ihn löschen. Gut, Hiro. Jetzt gerade ist es 11 Uhr. Okay, und? Oh, nun. Ich denke nur darüber nach, als wir zuerst den Körper gefunden haben. Als wir den Körper gefunden haben. Ich sollte zurückblicken auf das, was... auf heute Morgen, damit ich mich erinnere, was da war. Monokumas weckte mich um 7 Uhr auf. Wie üblich. Ich ging alsbald in den Speisesaal. Als ich da ankam, traf ich Hina. Das war um 7.30 Uhr. Dann ging ich in den Tonsaal, wo alle anderen schon erwarteten. Als nächstes, Toko ging los, um die Spitzhacke zu holen. Und das war dann, wo wir den Körper gefunden haben. Welche Zeit war es da? Ja, stimmt. Es war 9 Uhr. Ah, jetzt wo du es bemerkt hast. Ich denke, du hast recht. Also kann ich glaube ich... Also ich denke, wir können sagen, dass wir den Körper so um 9 Uhr gefunden haben. Okay, mein Job ist erledigt. Das war ein ziemlich kleiner Job. Ja. 9 Uhr, Moment, 7.30 Uhr. Eineinhalb Stunden. Aber ein Körper kann in eineinhalb Stunden nicht trocknen. Das heißt, er muss nach 7.30 Uhr hergebracht worden sein. Jetzt zu Makoto. Erinnerst du dich, wie der Körper ausgesehen hat? Du weißt schon, bevor er in die Luft geflogen ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Er trug eine Art Maske und einen langen weißen Mantel. Außerdem steckt das Brust in der Messer, genau. Das Messer in der Brust, nicht in der Brust, im Bauch. Stomach ist der Bauch. Und das Gebiet rundherum war mit Blut beschmiert. Ja, die Wunde hatte schon aufgehört zu bluten, aber das Blut war immer noch feucht. Byakuya sagte, dass wir es nicht anfassen sollen wegen dem Blut. Aber wie viel Blut da am Körper war, das sehe ich nicht um den Grund. Achso, um den Boden herum ist keins. Okay. Wow, danke. Das war mir eine große Hilfe. Jetzt, wo du es erwähnt hast, erinnere ich mich ganz genau daran, wie es aussah. Nun, darüber zu reden hilft mir auch, mich da besser zu erinnern. Also danke ich dir. Also danke ich dir ebenfalls. Okay, der Körper vor der Explosion. Toko, was hast du zu sagen? Also gar nichts. Ich habe alles in der Umgebung untersucht, was es zu untersuchen gab. Aber ich bin noch nie fertig. Es gibt noch weitere Areale, die ich überprüfen muss. Speziell das, wo ich das Fragment gefunden habe. Gibt es einen Ort, wo ich hin muss, um meine Vermutung zu bestätigen. Und ich muss immer noch mehr über Kyoko rausfinden. Ist diese Leiche wirklich Kyoko? Wenn das wahr ist, war es auch Kyoko, die mich letzte Nacht angreifen wollte? Wenn ich mehr über sie herausfinden kann, vielleicht kann ich diese Fragen dann beantworten. Kyoko war nie die... Er war nie diese Art von Person, die so über sich selbst viel reden würde, geredet hat. Vielleicht kann ich in ihr Zimmer gehen und da mehr herausfinden. Aber der Schlüssel zu ihrem Zimmer. Ja, den hat Byakuya, dieses verwichste. Ja, ja. Ich will dich nicht sehen, Drecksau. Ich habe keine Wahl.
Ich werde wohl den Schlüssel zu dem Zimmer borgen müssen. Na, du Arschloch. Für mich bist du nicht mehr Bergheuer, für mich bist du einfach nur mehr Arschloch, weil du so ein unsympathisches Arschloch bist. Das passt einfach. Hey, Bergheuer. Ja, wenn du wirklich mit einem Alibi hier rausrückst, dann wäre ich jetzt echt gespannt darauf, es zu hören. Später ist immer in der Kassenprozess. Oh nein, es hat nichts damit zu tun. Du hast doch den Schlüssel zu Kyokos Zimmer, nicht wahr? Ich hätte gehofft, ich könnte mir ihn vielleicht borgen. Ich befürchte, ich kann dich das Risiko nicht eingehen lassen. Du bist der Hauptverdächtige nach all dem. Natürlich. Wenn ich natürlich mit dir gehen würde, dann wäre es eine andere Geschichte. Dann würdest du mit mir gehen? Tut mir leid. Ich habe andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Finde mich später und wir sehen uns. Ja, in der Stimmung, wie ich gerade bin, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin, werde ich vielleicht mit dir gehen. Oder vielleicht auch nicht. Komm später zurück, hä? Okay, dann sollte ich mich vielleicht woanders umgucken. Vielleicht sollte ich zuerst ein anderes Gebiet unter die Lupe nehmen. Die Frage ist nur, welches? Sagst du es mir? Nee. Moment, die Karte sagt es mir aber, oder? Ich weiß gerade echt nicht, von welchem Gebiet die Rede ist. Die Turnzahl? Achso, wegen der kaputten Monokuma-Puppe. Ist das der Turnzahl? Ja. Ja, das auch noch. Da war das goldene Schwert, mit dem Sayaka vermöbelt wurde. Oh Mann, das ist alles schon so lange her. Monokuma liegt immer noch da am Boden, einfach so kaputt, aber... Ich denke, es sollte nicht hier sein. So, die Zeitbombe. Und diese Bombe ist jetzt auch weg. Gibt's keinen Zweifel daran. Das ist das Fragment, was ich aus dem Garten gefunden habe. Okay, ich habe alles überprüft, was ich konnte. Alles, was jetzt noch bleibt, ist Kyokos Zimmer. Ich sollte zurück in den Garten und Byakuya fragen. Ja. Das will ich eigentlich alles gar nicht. Ich will das da. So, Garten. Im 5. Stock Garten. Ist ja das? Ja, hier leuchtet so grün, das muss der Garten sein. Byakuya, mein bester Kumpel! Glaubst du könntest bald gehen, Byakuya? Du möchtest Kyokos Zimmer überprüfen, nicht wahr? Nun gut, dann lass uns gehen. Ey, warte auf mich! Byakuya ging ohne einen zweiten Blick los und ich eilte hinter ihm her auf dem Weg zu den Schlafgemachen. Jetzt gucken wir mal, wie Kyokos Zimmer aussieht. Warum muss ich dich anlabern? Okay. Nun gut, hier sind wir. Byakuya zückte den Schlüssel aus und steckte ihn ins Schlüsselloch. Und dann... Ja. Und es ist offen. Sieht so aus, danke. Wie sieht Kyokos Zimmer überhaupt aus? Oh, ich darf in das Zimmer des Mädchens gehen. Lalalala. Irgendwie stinkt normal. So, das ist also Kyokos Zimmer. Ja, hier ist ein Tagebuch. Oder was das sein soll. Liegt das auf dem Tisch? So eine Holzblockdekoration. Was ist das? Popos, welchen Zweck erfüllt das?
denke, es ist ein Schlüssel. Sieht so aus wie ein richtig traditioneller Badezimmerschlüssel. Oder so. Ich weiß es nicht. Achso, öffentliches Bad. Ich gehe nie ins öffentliche Bad. Das Badehaus. Also in Japan gibt es ja öffentliche Badehäuser. Also in manchen dürfen nur Japaner rein. Einige sind auch für Ausländer geöffnet. Das überrascht mich nicht wirklich. Es fällt mir nur schwer, mir Byakuya in einem öffentlichen Bad vorzustellen. Aber wenn es ein Schlüssel ist, dann glaube ich, weiß ich, was der aufschließt. Wirklich? Was? Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, ich habe etwas im Dojo gesehen, das funktionieren könnte. Das Dojo. Ah, Holzschlüssel oder so. Gut, gucken wir noch ihr Bett an, das schön gerichtet ist. Ihr Bett. Ja, hier ist nichts Interessantes. Nun gut. Falsche Taste. So, soll ich weiter umgucken. Achso, das Badezimmer. Hier ist das Badezimmer. Achso, sie hängt irgendwelche Artikel oder so auf zum Trocknen. Ich guck wohl besser nicht. Oder ihre Klamotten. Soll ich dich anladen? Du wolltest also herkommen, nicht wahr? Also, wonach suchst du überhaupt? Nichts Spezielles. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein paar Hinweise finden. Ein Hinweis, der uns vielleicht hilft, Kyoko zu verstehen. Das kann nicht dein Ernst sein. Deswegen hast du meine Zeit verbraucht und mich hierher geschleppt. Tut mir leid. Ja, wenn du planst, irgendwo durch Zufall irgendwo rumzustochern, dann bist du von Anfang an verdammt. Egal wie viel Zeit du da reinsteckst. Du musst dich mehr konzentrieren. Achso, du musst konkret an die Sache rangehen. Irgendetwas, was uns eine Richtung vorgibt. Konkret also. Ah, ich weiß. Das hätten wir gegeben. Ah. Bin mir sicher, ich habe ihn hier irgendwo gefunden. Was ist in diesem Umschlag? Kyoko hat ihn mir gegeben. Sie sagte, wann immer etwas passieren sollte, sollte ich ihn öffnen. Nun, es ist definitiv irgendwas passiert. Also öffnen. Okay. Ich habe den Umschlag geöffnet und reingesehen. Im Innern war ein einziges Stück Papier. Under the Sheets. Was sind denn Sheets? Sitze? Nee. Seeds. Blätter. Unter den Blättern. Meinst du jetzt Blätter von Bäumen? What? Das ist alles, was da drin ist. Ja, sieht ganz so aus. Unter den Blättern. Was könnte das bedeuten? Such ignorance. Such ignorance. Du bist auch so ein Ignorant. Dann gucken wir uns den Aufmerksamkeit an. Keine Ahnung, wie oft ich drauf gucke. Sie ist immer noch dumm. Das Bett habe ich angeguckt, das habe ich angeguckt. Monitor. Oh. Um genau zu sein, nein. Er ist total nutzlos, was auch immer sein soll. Achso, weil Monokuma hin ist, oder? Was gibt's denn hier noch? Das Bett habe ich auch. Aber. Achso, sollte was unter dem Bettlaken sein? Bettlaken! Das ist gemeint. Also keine Blätter, sondern Bettlaken. Ein Teil von mir würde nicht erwarten, da was zu finden. Aber als ich das Bettlaken hochhob. Was ist das? Fand ich ein
Crumblet. Zerknülltes Stück Papier? Ja. Klasse 78, Studentenregistration. Mukuro Ikusaba. I see. Das ist Mukuro Ikusabas Profil. Ja, sieht so aus. Das ist definitiv das andere Ding, das Kyoko gestohlen hat, als sie sich ins Rektorenzimmer reingeschlichen hat. Gemeinsam mit dem Schlüssel. Bla 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 bla. Das muss das Blank sein, von dem Monokuma gesprochen hat. Also Blank ist hier, also wo man Wort einfügen kann. Hier bei Family Feud ist ja auch Filling the Blank. Und dann ist das Blank eben das Wort, das man dann separat einfügt. Zum Beispiel I blank for sex. I pay for sex. Oder I beg for sex. Wie auch immer. Also das ist jetzt ein Beispiel von Family Feud. Kyoko sagt, ein Tod ohne Bedeutung wäre nicht möglich. Das ist es, was sie uns hinterlassen hat. Ich habe keine Zeit für Sentimentalitäten. Beeil dich und beende deine Suche. Okay. Ich riss mich zusammen und guckte mir das Profil an. Name Mukuro Ikusaba. Geschlecht weiblich. Ultimative Soldatin. Ziemlich klein für ihr Alter. War sie eine militärische Spezialistin, trainiert, jeglichen Waffentyp zu benutzen. Sie zeigte ein Interesse. Also sie zeigte schon von Kindesbeinen ein Interesse am Militär. Und schon bald kapselte sie sich komplett ab und ja, steigerte sich da rein. In der Elementary School. Was ist ein Elementary? Hauptschule? Gewann sie das Überlebensspielturnier und beginnen militärische Magazine zu schreiben. Kurz bevor sie Mittelschule besucht hat, achso, in der Grundschule, deswegen wahrscheinlich. Waren sie und ihre Familie auf einen Urlaub in Europa? Achso, sind sie und ihre Familie auf einem Urlaub in Europa verschwunden? Die Geschichte von einem jungen japanischen Mädchen, das gekidnappt wurde, breitete sich schnell in die japanischen Medien aus. Eine intensive internationale Untersuchung zeigte keinerlei Information und sie wurde niemals gefunden. Trotzdem, sie kehrte 3 Jahre später nach Japan zurück, ganz alleine und komplett unangekündigt. Es stellte sich heraus, dass sie der Masagani Group, keine Ahnung was das ist, Fenrir, in diesen 3 Jahren angeschlossen hatte. Es stellte sich aus, dass sie niemals gekidnappt wurde, oder wie? Dass sie ein Kampftraining stattdessen gemacht hat. Für ihre eigene, was ist denn das für ein Wort? Volition. Wille. Ein Kampftraining zu ihrem eigenen Willen. Ist das nicht Will? Naja. Wie auch immer. Sie legte niemals offen, warum sie beschlossen hatte, nach Hause zurückzukehren. Muroko Ikusabas Profil. Die ultimative Soldatin, eine Mercy Gunnery Group. Das fühlt sich unreal an. Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, ist jetzt irgendwie in einer komplett anderen Dimension.
Es wäre so, als ob es irgendwie was nicht Reelles wäre, sondern irgend so ein Sci-Fi. Ist keine Möglichkeit, dass beides zutrifft oder so. Deswegen ist es so unterschiedlich. Deswegen sage ich die Dinge so wie eine ordinäre Person, aber dann, ich hätte niemals erwartet, dass ich vom Namen Fenrir an einem Ort wie diesem hier hören würde. Hä? Du erinnerst dich? Naturally. Die Fenrir Mercenary Corps, achso, das ist eine Spezialeinheit, sind kampfwilde Warmonden. Ding. Mongas. Kriegstreiber. Achso, das sind kampfwütige Kriegstreiber. Aber sie haben ihren Nutzen. Und sie beenden jeden Job. Das ist das, woran ich mich erinnere. Das sind alles Teile der Welt, die sich total von der entfernt, in der ich bisher gelebt habe. Ich muss schon sagen, ich bin erstaunt. Warum so viele Wörter, die ich nicht kenne? Intrige, ach so, Intrige oder wie? Fasziniert, ja, erstaunt, fasziniert, okay. Ich muss schon sagen, ich bin fasziniert. Jedes Beweis, dass ich alles, was ich bisher von Fenrir gehört habe. Boah, es wäre so, fühlt sich so an, als ob ein Held gekommen wäre um ein und ein Bit-Spieler, der ein Bit-Spieler, der ein Held werden würde. Oh, halt die Fresse, oh, du bist es. Ich will dir nicht reden. Wenn ich den sehe, vergeht mir direkt die Lust zum Aufnehmen. Das ist erstaunlich. Wie kann eine Figur so unsympathisch sein und mir so die Lust auf Let's Play rauben? Ja, was hast du da in der kleinen Hand? Oh, hast ein Profil gefunden. Ja, das habe ich. Ja, halt mich nicht zu nahen. Das ist so, als ob ich das Ding nicht in der Hand hätte oder so. In diesem Fall wundere ich mich. Ich habe nichts gegen Kyoko, oder? Sie hat es von mir gestohlen. Nach all dem, es gibt keine Regeln gegen Stehlen. Ich kann Miss Ogami nicht vergeben, wer die Regeln bricht und einbricht ins Zimmer vom Direktor. Vielleicht schleife ich hier in ihre Leiche raus und zerschneide sie und frittiere sie oder so. What? Sind die Regeln wirklich so unverzeihbar? Keine Ahnung, den Satz kann ich nicht übersetzen, sorry. Natürlich bin ich das. Das Schulleben hier ist aufgebaut und ja, ist so organisiert, dass man die Regeln einhalten muss und so. Das ist, warum ich, der Direktor, dieses System auch selbst folge. Oh, du sagst also, du musst den Regeln se selbst auch folgen, nicht wahr? Natürlich. Ich kann mir wohl kaum. Ja, das wäre eben ziemlich unfair, wenn er es nicht einhalten würde. Um genau zu sein, es ist ein Akt von Fairness. Wer der. Achso, es ist ein Akt von Fairness. Wer der an was Interessantem interessiert? So etwas Interessantem? Es geht um den, der Regeln geschrieben hat. Um genau zu sein, einer von ihnen ist Teilhaber des Tötungsspiels. Ich glaube nicht, dass der Teilhaber dir es gesagt hat, oder? Ich denke darüber nach, vielleicht sollte ich es offenlegen. Als ihr alle zum ersten Mal da gemeinsam angekommen seid, wart ihr 15 Leute, nicht wahr? Oh Leon, warum?
Ich denke, das erste Meeting gab es ein paar Missverständnisse. Wenn ich mir das gerade so anschaue, dass ich so durch die Runde gehe. Die einzige Person außer Kyoko, die da noch verdächtig wäre, wäre Junko. Eigentlich, aber die ist ja tot. Aber die ist ja... Nee, Moment, ist sie vor dem ersten Mord gestorben oder danach? Moment. Sayaka ist gestorben. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass es Leon war, weil meiner Meinung nach war er es auch nicht. Es war ein Unfall. Punkt. Sayaka ist die Sau hier. Sorry, ist aber so. Sayaka ist also gestorben und... Junko hat sich dann aufgeregt, von wegen, ja, ich werde nicht untersuchen und so. Und sie ist dann von Monokuma ermordet worden. Also rein theoretisch könnte sie was damit zu tun haben, aber irgendwie würde es auch keinen Sinn ergeben, weil sie ja tot ist. Und ich meine, haben wir gesehen, wie sie aufgespießt wurde, also ergibt das irgendwie noch weniger Sinn. Aber das wäre nun mal die einzige Person von den Leuten, die man hier sieht, die in Frage kommen würde. Aber irgendwie auch nicht, weil wenn sie ja tot ist, dann könnte es theoretisch gesehen auch jeder andere sein, der tot ist. Außer die, die bestraft wurden, wie Leon oder so. Oder Moment, nee. Weil die anderen wurden von anderen Personen ermordet. Diejenigen, die von Leon, sage ich schon. Diejenigen, die von Monokuma ermordet wurden. Wegen der Bestrafung. Junkos Ermordung war ja anders. Irgendwie sowas. Ja, ich behalte sie mir mal im Hinterkopf. Sie könnte eventuell noch was zu tun haben. Vielleicht lebt sie und irgendjemand anders, der wie Junko aussieht, ist ermordet worden. Keine Ahnung. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ein Missverständnis, sagst du also. Das stimmt. Ja, es waren 15 von euch. Die komplette Nummer der Studenten, die am Tötungsspiel teilnehmen, waren aber 16. 16? Dann... Ja, das ist alles. Nochmal brauche ich das nicht hier. Die 16. Studentin, Mukoro Ikusawa. Sie war Teil des Schullebens. Also diejenige, die all diese Regeln aufgestellt hat. Warum? Hast du was gesagt? Warum sagst du uns das? Oh, weil... Wie ich euch gesagt habe, dieses Tötungsspiel ist ziemlich populär. Und ihr würdet die Ratings gar nicht glauben. Also hier die Einschaltquoten. Und seitdem wir jetzt so viele Zuschauer haben, möchte ich sicher gehen, dass alle an derselben Seite sind. Ich möchte nicht in einen Hurricane von... Hate-Mails und so weiter aufwachen. Yes, macht Sinn, oder? Well, okay, dann das war's für heute. Um genau zu sein. Ich muss meine Rache vorbereiten, also so ein extra Bonus für euch. Rache? Ich möchte ja mich an die sneaky, also schleichende Miss Kirigiri rächen. Also... werde ich ein kleines Geheimnis mit euch teilen. Wirklich? Hey. Wisst ihr, warum sie diese dummen Handschuhe jeden Tag trägt? Tag ein, Tag aus, die ganze Zeit? Nun, sag mir nicht, dass ich es irgendjemandem gesagt habe, aber... Achso, sie trägt sie, weil sie... Scars, Narben. Weil ihre Hände mit Narben übersät sind und sie nicht möchte, dass sie irgendjemand sieht. Was? Huhu, okay, nun, das war's. Dann wohl, Fette und so. Ja. Kyoko trägt diese Handschuhe, um einen Haufen Narben zu verdecken? Warte. Aber an ihrer Hand? Oh. Fuck, das Tattoo.
Warte, aber nein. Monokuma sagt, es wären Narben, richtig? Und deswegen trägt Kyoko diese Handschuhe, um diese Narben zu verdecken. Was bedeutet? Diese falschen Fingernägel an der Leiche. Denkst du schon wieder über Kyoko nach? Ja, tue ich. Und das werde ich jetzt noch eine ganze lange Zeit machen, weil ich werde jetzt den Part beenden. Das war Danganronpa Trigger Herbock. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!